Steffen Wiesäckl hier von Mobile Technology. Wir sind auf der iOS DevCon in Berlin. Ich sitze hier mit Dr. Stefan Gilmeier. Stefan, stell dich kurz vor. Hi, ja, ich bin Stefan und ich entwickle seit ungefähr 4 Jahren für iOS mit sehr viel Liebe und Hingabe, versuche ich schöne Apps zu machen und darüber referiere ich ja auch, wie man schöne Apps baut und wie man damit erfolgreicher im App Store ist. Du und deine schönen Apps, erzähl uns, warum müssen Apps schön sein? Also Apple hat erstmal eine sehr hohe Steilvorlage gemacht, als sie 2008 die ersten richtig schönen Apps rausgebracht hatten mit Maps und wie das einfach sich so schön gefaltet hat. Und die ganze Erwartungshaltung ist von da sehr, sehr krass eigentlich gestiegen. Und dazu kommt einfach, dass man das Device auch anfassen kann. Was hier eigentlich auch jeder erzählt, auch Josh hat ja darüber einen Vortrag gehalten noch. Das ist ein ganz intimerer Moment eigentlich, wie man mit so einer Applikation umgeht. Man fasst sie an, man kann sie direkt im Alltag immer verwenden und wenn dann das Erleben einfach noch schön ist, hat man einfach viel mehr Spaß in der Benutzung und dieser Spaß ist extrem wichtig. Wenn du Spaß hast, eine App zu bedienen, benutzt du sie auch häufig. Macht sie dir keinen Spaß, benutzt du sie nicht. Warum auch? Es gibt viel zu viele Apps. Okay, Schönheit als User Experience Faktor. Was ist schön? Es ist nicht nur schön. Also es soll natürlich schön aussehen, aber das ist ja, sag ich mal, nur viel auch Grafik. Wichtig ist auch die Animation. Und zwar nicht in Form von Blink-Blink und Stress-Animation, sondern Animation ist im Prinzip die Nachahmung des realen Lebens innerhalb der App. Wenn ich irgendeine Bewegung mache, dann siehst du die. Das ist eine animierte Bewegung im Prinzip und das ist nicht Bild auf Bild. Und Bild-auf-Bild-Übergänge in Applikationen, wenn meine Mutter, die ist 65, wenn die sowas sieht, dann erschreckt die. Denkst du, was ist jetzt passiert? Das kam so überraschend rein und hat mich erschreckt. Während wenn man irgendwie Aktionen, Hinweise, wenn sich innerhalb der App was verändert oder es kommt eine Antwort oder eben eine Response oder so rein und die eben animiert hereinkommt, je nach Use Case, wirkt es natürlich und entsprechend schöner bzw. realistischer und man verwendet die App viel normaler und instinktiver dann, als wenn man das eben nicht macht und nicht animiert oder das eben nicht versucht, schön und realistisch zu machen. Macht es Apple einem leicht, eine schöne App zu erstellen? Ich glaube, es gibt kein anderes Betriebssystem, das es einem so leicht macht. Es ist erstmal ungewohnt, also erstmal muss man sich in Objective-C reindenken, klar, das dauert erstmal ein bisschen, aber wenn man das hat, entdeckt man sehr schnell die sehr mächtigen Frameworks, die Apple hat, wie Quad-Core, Core-Animation, das sind unglaublich mächtige Frameworks. Und wenn man sich die Historie von Apple anschaut, mit natürlich stark an Steve Jobs gekoppelt ist, wie er bei Next Computer schon angefangen hat, hier grafische Rendering-Engines mit einzubauen, die bis heute dann in OS X übergegangen sind und die dann von OS X in iOS reingegangen sind, hinkt die Konkurrenz Jahre hinterher, um sowas in der Art, in dieser Flüssigkeit, in dieser Performance, in dieser Leichtigkeit, die dem Entwickler in die Hand gegeben wird, nachzumachen, sehe ich Apple im Riesenvorsprung zu anderen. Gibt es trotzdem schon Anzeichen, dass andere nachziehen? Also wirkt sich Apples Vorstoß langsam auf die anderen aus? Natürlich, ja. Also man muss nur mal das neue Windows Phone anschauen. Das versucht auch sehr stark durch Animationen zu glänzen und zu wirken. Android stellt die Rendering Engine um in dem nächsten Betriebssystem. Also weißt du, warum Android ruckelt und iOS nicht? Ja. Das ist, wenn du einen Touch machst aufs Display von iOS, stoppt jeder andere Prozess. Das kriegst du normalerweise nicht mit. Die Webseite hört auf zu laden, es wird jeder andere Prozess gestoppt und alles wird auf die Verarbeitung des Touches hingemacht. Das macht Android nicht. Wenn du bei Android irgendwas touchst und machst, laufen trotzdem Prozesse weiter und werden verarbeitet. Und genau deswegen, plus der Garbage Collection, ist die Performance bei Android einfach viel ruckliger und wackeliger. Windows hat es auch wie iOS gemacht, deswegen wirkt es auch viel sauberer und flüssiger, weil alles wirklich auf die Interaktion, der ganze CPU-Prozess wird auf die Interaktion gelegt. Android wird das sehr wahrscheinlich ändern die nächste Zeit im Nachlegen. Also du spielst auf Jelly Bean an. Ja, dann noch nicht. Ich glaube in der noch nächsten. Doch, es ist die nächste Version Jelly Bean. Ja, genau. Ja. Hast du die Keynote gesehen auf der I.O.? Also sie haben ja gerade, weil du eben darauf ansprichst, auf die Responsiveness, nenne ich es jetzt einfach mal,
die haben ja da Videos gezeigt, die haben vom Smartphone runtergespielt. Also das ist genau das, was du meinst, dass die Interaktion mit dem Nutzer einfach wirklich, dass sich das Betriebssystem nur auf den Nutzer konzentriert. Ich habe sie nicht gesehen, die Keynote leider. Nee, ich habe sie nicht gesehen. Okay. Aber da, also es geht nur um die Interaktion des Betriebssystems mit dem Nutzer, das ist das Wichtigste. Genau. Und wie flüssig, wie sauber, wie realistisch, wie sauber. Ich nenne es immer ganz gern hängenbleiben, ob man irgendwo hängen bleibt, dass es irgendwie ruckelt oder stockt oder unnatürlich wirkt. Entschuldigung. Wenn das nicht auftritt, dann kann eben meine Mutter, die 65 ist, auch ein iPhone bedienen und findet das normal, während sie an einem Windows-PC nicht zurechtkommt. Also um den krassen Vergleich mal zu bringen. Gut, Stefan, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja klar, Dankeschön auch. Tschüss.